Ja, schönen guten Abend. Ich bin eigentlich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil es ist ja so ein bisschen komisch, sozusagen über sowas Privates zu sprechen, ne? Weil also die Architektur ist ja eigentlich was Öffentliches und das Private hat im Öffentlichen eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem ist es vielleicht natürlich ganz interessant zu verstehen, wo Ambitionen herkommen, wo Ideen herkommen und da spielt das Private natürlich eine große Rolle und deshalb ist es vielleicht doch ganz interessant, über das Thema zu sprechen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, sozusagen in meiner Biografie, und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus, ist die Tatsache, dass 1968 in meinem Leben nicht stattgefunden hat. Also ich meine, 1968, sag mal, für die, die es nicht wissen, ich wiederhole es nochmal, war eigentlich sozusagen die Einleitung des Endes der Moderne, der Glaube an das grenzenlose, sagen wir mal, Entwickeln wurde irgendwie aufgehalten. Es gab eine Idee nach mehr oder den Wunsch nach mehr Individualismus, nach mehr Hedonismus und so weiter. Das hat die Postmoderne eingeleitet und eigentlich im Grunde genommen Westeuropa erschüttert und eigentlich die Architektur grundlegend in Frage gestellt und geändert. In meinem Fall war das nicht so. Ich bin in der DDR aufgewachsen und da war es eigentlich so, dass sozusagen das kulturelle Projekt der Moderne bis 1989 fortgesetzt wurde. Das heißt, das war eine Gesellschaft, die war sehr homogen, die war geprägt durch eine bestimmte polytechnische Weltvorstellung. Und also hier sieht man so ein Foto aus meiner Jugend als Jungpionier, alle so mit dem gleichen weißen Hemd und ich stehe hier oben. Und das ist eigentlich eine typische Situation, weil für alle, die aus dem Osten kommen, ja, die kennen eigentlich diese Situation. Und ich glaube, das Entscheidende in meiner Kindheit war, dass wir sozusagen natürlich sehr stark geprägt worden sind durch die kommunistische Ideologie, die sozusagen eigentlich überall vorhanden war und eigentlich, ich würde mal sagen, das Denken nachhaltig geprägt hat. Das heißt sozusagen so eine marxistische Grundlage ist eigentlich ganz interessant, finde ich immer noch, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, weil es ist in jedem Fall eine Technik, die man lernt, um sozusagen bestimmte gesellschaftliche Zustände zu analysieren. Und was eigentlich in meiner Kindheit immer faszinierend war, war eigentlich so die Frage, es gibt so dieses Leitbild von diesem Kommunismus und die Frage war eigentlich immer, wo bleibt der denn jetzt eigentlich? Wie materialisiert sich das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und das Verrückte war, dass eigentlich, das hat man schon als kleines Kind festgestellt, dass eigentlich die Architektur eines der wenigen Elemente war, wo sich sozusagen dieses Versprechen in eine grandiose Zukunft materialisiert. Das heißt, die Architektur war ein bewusstes Mittel, einerseits sozusagen so eine gewisse gesellschaftliche Horizontalität herzustellen und andererseits hat die Architektur den Raum geschaffen, um sozusagen diese neue Welt auszudrücken. Und in meinem Fall kam das noch dazu, dass ich sozusagen in der wunderbaren Stadt Karl-Marx-Stadt groß geworden bin, eine Industriestadt in Sachsen, die eigentlich geprägt war durch eine sehr proletarische Kultur, wurde zerstört im Zweiten Weltkrieg und im Stadtzentrum wurde man dann eigentlich mit dieser, sagen wir mal, neuen Welt konfrontiert. Das heißt, es gab noch so ein Rudiment vor der Kriegszerstörung und dann eigentlich ein großes Hotel, was sozusagen so Internationalität ausdrücken sollte, eine Kongresshalle, die sich eigentlich so als Palast des Volkes manifestierte, dann ein großes Bürogebäude, wo sich das Hauptquartier der SED und der Bezirksregierung befand und dann, sagen wir mal, diesen Karl-Marx-Kopf, der so, sagen wir mal, weihevoll eigentlich, sagen wir so, das Spirituelle, würde ich mal sagen, ausdrücken sollte, der auch eingebunden wurde in allerlei Zeremonien und sozusagen, naja,
wichtiger Teil war sozusagen der Wahrnehmung der Stadt. Und das Verrückte war halt eigentlich immer, dass die Architektur immer irgendwie so vorhanden war. Man hat sich da auch als Kind immer so dran gerieben. Man wusste nicht so genau, warum fühlt sich das so komisch an. Aber es war auch irgendwie interessant. Und die Architektur war eigentlich immer auch so, sagen wir mal so, der Rahmen oder der Hintergrund, vor dem eigentlich so das öffentliche Leben stattfand. Und was eigentlich immer faszinierend war bei diesem Thema der Architektur war, dass man schon gemerkt hat, dass es irgendwie auch um sowas ging wie eine bestimmte Art von Schönheit und Gestaltung. Die war aber eingebunden in diese modernistische Idee von Technologie. Das war halt eine klassische Moderne. Das heißt, man ging eigentlich davon aus, dass man sozusagen alle Fragen der Gesellschaft mit Technologie lösen kann und die Architektur ein technologisches Produkt ist, was natürlich dazu führte, dass die DDR diese gigantischen Wohnungsbauprojekte geschaffen hat, von denen sich eigentlich alle in den 90er Jahren darüber aufgeregt haben und mit denen man jetzt mehr und mehr mit Bewunderung dahin guckt und sich fragt, wie konnte denn ein Land mit 17 Millionen Einwohnern innerhalb von 10 Jahren eine Million Wohnungen bauen. Und zumindest hat diese Art von Architektur diese sehr homogenen Landschaften produziert, die Osteuropa prägen, also die von Berlin bis Vladivostok und natürlich auch diese Wohngebiete, die ja irgendwie so eine Unheimlichkeit hatten, wie gerade zum Beispiel in Berlin. Mein Onkel wohnte da und ich fand halt gerade dieses Spannungsfeld zwischen, sagen wir mal, Schönheit und Horror, habe ich mir eigentlich gedacht, als Kind, also ich muss Architekt werden, ich muss hier irgendwie mitmachen, weil mich hat das irgendwie gleichzeitig fasziniert und abgeschreckt und das ist eigentlich immer ein ganz guter Ausgangspunkt für kreative Arbeit. Natürlich gab es in der DDR auch was anderes. In meiner Jugend war natürlich auch so eine Suche, wie man sich vom System irgendwie absetzen kann und was, glaube ich, eine große Rolle spielte, waren dabei eigentlich sozusagen so die Independent und vor allen Dingen die Punkkultur, die im Osten eigentlich sehr stark blühte, wo man eigentlich so Kulturtechniken erlernt hat, die sozusagen eigentlich, sagen wir, inhielten, dass man gleichzeitig Teil des Systems sein konnte und trotzdem seine eigenen Ziele verfolgen konnte. Und hier sieht man, also, ist in dem Fall eine berühmte Band aus Karl-Marx-Stadt, AG Geige, das sind die Eltern von Kraftklub für die jüngere Generation. Und also von denen waren wir auch große Fans, die Punkband Feeling B und diese beiden, das ist Flake und Paul, die spielen heute bei Rammstein. Und so ging das so in unserer Jugend und wir haben uns so gefragt, ja okay, ich habe mich so gefragt, wo geht das jetzt eigentlich so hin? Und plötzlich passierte was vollkommen Krasses, nämlich sozusagen diese Proteste an Tiananmenplein. Und wir hatten eigentlich alle so das Gefühl, oh scheiße, jetzt wird es ganz unangenehm. Jetzt ziehen die sozusagen so mit die Daumenschrauben an und die Öffnung, die sich sozusagen in den 80er Jahren so ein bisschen ergeben hatte, die könnte vielleicht schnell verschwinden. Dann kam es aber trotzdem total anders, vollkommen unerwartet. Wir haben so ein bisschen unschuldig demonstriert in Chemnitz und plötzlich fiel die Mauer in Berlin. Es gab plötzlich so einen Moment von Freiheit, Offenheit und wir dachten, super, jetzt geht's irgendwie ab. Und dann passierte was, wo niemand drauf gerechnet hatte. Plötzlich war da irgendwie Sprache von Wiedervereinigung. Das hatte eigentlich aus meiner Generation hat das niemand interessiert. Plötzlich stürmten die Neoliberalen unser Land und innerhalb der kürzesten Zeit wurde eigentlich alles, was sozusagen meine Jugend geprägt hat, ausgelöscht. Und die Frage eigentlich, wie verhält man sich in so einer Situation? Also nach dem Mauerfall, das Erste, was ich gemacht habe, ist nach Polen gefahren. Ich dachte mir, da durfte man nämlich nicht hin als DDR-Bürger, alle fuhren in den Westen. Es war ganz gut, nach Polen zu fahren. Und danach meinte meine Mutter zu mir, ja, weißt du, wenn du Architekt werden willst, das ist doch in Westeuropa, das ist doch Quatsch, Junge, wär doch lieber Anwalt. Und dann habe ich kurz überlegt und dann dachte ich mir, na, man muss schon so seinem Herz folgen. Und das hielt in, dass ich doch Architektur studieren wollte und ich bin eigentlich an den Ort gegangen, den man natürlich in Sachsen am meisten bewundert, vor allen Dingen, wenn man aus Karl-Marx-Stadt kommt, und das ist Dresden. Eine der schönsten Städte von Europa, da habe ich studiert und da kam ich da an in der Uni und da muss man sich so ein bisschen orientieren und es gab noch ein paar andere langhaarige im ersten Semester und einer von denen, den lernte ich am zweiten Tag kennen, der hatte aber dann
hier ist ein Foto leider mit kurzem Haar, das ist der Herr Kempe und mit dem habe ich eigentlich zum Großteil mein weiteres Leben bis jetzt verbracht. Wir haben jetzt sozusagen, wir arbeiten jetzt seit 32 Jahren zusammen. Wir sehen ein bisschen seriöser aus, aber wir haben relativ viele gemeinsame Projekte in den letzten 30 Jahren realisiert. Natürlich wollten wir auch weg aus Dresden und dann war die Frage, wie macht man das? Und dann hat man festgestellt, das ist ja das Tolle sozusagen an der Bundesrepublik, es gibt für alles Mögliche gibt's Stipendien. Wir haben uns dann für das erste Stipendium beworben, das haben wir bekommen und dann haben wir herausgefunden, wenn man einmal ein Stipendium bekommen hat, bekommt man das nächste oder das übernächste einfacher, weil Beamte müssen das prüfen und wenn man schon mal ein Stipendium bekommen hat, ist in der Architektur auch so. Also wenn man einmal schon mal eine Bibliothek gebaut hat oder ein Universitätsgebäude, dann ist es leichter, das nächste zu bekommen. Und das heißt, wir haben uns eigentlich immer beworben. Jedes Stipendium bekamen wir. Wir waren sogenannte Muster-Ossis. Das nervte zwar ein bisschen, aber okay. Und haben dann eine Zeit, habe dann mit André Kempe eine Zeit lang in Paris studiert und wir waren auch eine ganze Weile in Tokio. Dann waren wir fertig mit dem Studieren. Aufbau Ost war vorbei. Und die Frage war eigentlich so ein bisschen, wo geht man eigentlich hin? Und eins war natürlich klar, wir haben arme Eltern, wir haben niemanden, der für die Deutsche Bank arbeitet oder irgendwie eine große Baufirma hat. Und wir hatten immer das Gefühl, wenn man aus dem Osten kommt, ist man doch so ein bisschen Mensch zweiter Klasse. Man wird immer so gefragt, gab es bei euch wirklich keine Butter oder keine Banane, also so ein Quatsch. Und wir dachten dann, wir gehen nach Holland und in die Stadt Rotterdam. Und das hat natürlich, die Stadt Rotterdam hat natürlich viel zu tun auch mit meiner Jugend, weil das ist auch so eine Arbeiterstadt, die ist bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg. Es gab da das Projekt der Moderne, was da sehr lang weiter betrieben worden ist. Und das war eigentlich ein ganz guter Ort, wo man neutral arbeiten kann. Und André und ich, wir haben dann in verschiedenen Büros gearbeitet, in der Zwischenzeit Kinder bekommen und haben dann 1999 in den Abendstunden einen Wettbewerb gemacht mit krabbelnden Babys auf dem Fußboden. Das war eine sehr unangenehme Situation, muss ich sagen. Und haben den Wettbewerb aber gewonnen und haben danach ein Büro gegründet in 2000 in Rotterdam. Und dann war eigentlich so ein bisschen die Frage, okay, was muss man denn jetzt eigentlich machen? Und was wir natürlich festgestellt haben, dass sozusagen die Idee des Gesamtkunstwerks, so wie das vielleicht noch zum letzten Mal, also in der ersten Phase der Moderne sozusagen versucht worden ist oder vielleicht in der ersten Phase der DDR-Architektur, die spielt in Westeuropa keine Rolle. Und die Idee sozusagen, dass es irgendeine Art Überbau gibt, irgendein spirituelles Ziel, eine gesellschaftliche Ambition, ist auch eher kompliziert. Das heißt, wir hatten das Gefühl, naja, okay, eigentlich geht es im besten Fall noch darum, was zu schaffen, was vielleicht an irgendwas erinnert. Und andererseits geht es vor allen Dingen darum, sozusagen die Lehre zu thematisieren, weil im Kapitalismus geht es eigentlich nur um die Lehre, weil die Lehre ist sozusagen das, was man verkaufen kann. Die Lehre verspricht Möglichkeiten, die Lehre verspricht Potenzial. Das heißt, es geht nicht so sehr vielleicht um das Materielle, sondern eher um sozusagen die Verheißung, die sozusagen der Raum bieten kann. Und was interessant war, wenn man dann sozusagen anfängt zu arbeiten, wird man ja nochmal mit sich selbst konfrontiert, weil dann muss man ja selber sozusagen irgendwie was leisten halt. Ne? Also man muss sozusagen eigentlich versuchen, sozusagen mit der Arbeit sich selbst auch zu finden und muss sich auch fragen, warum mache ich das jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt überhaupt interessant an der Arbeit, die ich anbieten kann? Ist nicht vielleicht besser für ein Büro zu arbeiten? Und was wir eigentlich festgestellt haben, ist, uns hat dann eigentlich die Architekturgeschichte ganz gut geholfen, dass viele Dinge, die wir in unserer Kindheit gelernt haben, in der DDR, eigentlich in der Architekturgeschichte eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, das Polytechnische ist eigentlich gar kein schlechter Ausgangspunkt und Rationalität als Basis für das Handeln ist eigentlich vielleicht besser als so eine emotionale Haltung, wo man sozusagen sich immer von links nach rechts bewegt. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es eigentlich diese Art von Momente in der Architekturgeschichte oft gab. Das heißt, die Renaissance hat sich eigentlich um Prototypen bemüht. Nach der Französischen Revolution ging es vor allen Dingen darum, die Architektur zu messen und zu vergleichen, um herauszufinden, wie man die Architektur
noch besser kann. Und wir haben auch herausgefunden, dass es eigentlich immer sozusagen Systeme gab, um sozusagen Entwurfsprozesse zu optimalisieren und zu strukturieren. Und das war eigentlich sozusagen einerseits irgendwas, was sozusagen die Erfahrung aus unserer Kindheit sagen wir mal, reflektiert hat, aber auf der anderen Seite auch nochmal so ein Fenster zur Welt der Architektur geöffnet hat. Und was für uns natürlich total interessant war, war eigentlich die Frage, wie geht man denn eigentlich mit so einer rationalen Strategie um und im Zusammenhang mit dem lokalen Kontext. Und auch da gab die Renaissance eigentlich wieder eine fantastische Antwort. Das heißt, man kann sozusagen pragmatisch und strukturiert arbeiten und trotzdem auf lokale Gegebenheiten reagieren. Und das hat eigentlich bei unserer Arbeit dazu geführt, dass wir eigentlich versucht haben, eigentlich das Projekt der Moderne sozusagen, so wie das vielleicht sagen wir, in der DDR bis in die 80er bestanden hat, irgendwie in gewisser Weise fortzusetzen oder zu hinterfragen in jedem Fall oder zu hinterprüfen auf die Möglichkeiten fürs 21. Jahrhundert. Und dass wir natürlich schon versucht haben, sozusagen uns sehr bewusst diesen kapitalistischen Triebkräften auseinanderzusetzen, um zu schauen, wie man die eigentlich so einsetzen kann, dass man trotzdem subversiv seine Ziele verfolgen kann. Das heißt, diese Punk-Strategie ist da immer noch drin, obwohl wir sozusagen eigentlich also sehr bewusst auch brutalen Kräften des Marktes auszusetzen, nicht so sehr, weil wir das wollen, sondern einfach, weil wir uns fragen, können wir da standhalten, können wir unsere Autonomie bewahren und können wir vielleicht sozusagen innerhalb dieser Kräfte auch sozusagen nochmal zu so einer Art Coming Out oder eine Art Coming Out organisieren, wo vielleicht noch mehr nach vorn kommt, als ursprünglich erwartet worden ist. Und wir machen das jetzt mit ungefähr 30 Leuten im Büro in Rotterdam. Und was für uns eigentlich total wichtig war, und das ist natürlich vielleicht ein bisschen geschuldet dieser niederländischen Erfahrung, dass wir natürlich festgestellt haben, im Gegensatz zu Deutschland ist Holland eher klein. Ne? Niederlande ist so groß wie ungefähr Nordrhein-Westfalen. Und wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, ja okay, wenn wir jetzt in Rotterdam ein Büro haben, müssen wir uns eigentlich international orientieren, einfach weil alles ist natürlich schön nah. Das ist natürlich anders als in Dresden. Also wenn man in Rotterdam wohnt, ist man halt in 3 Stunden in London, in 1,5 Stunden in Brüssel und in 2 Stunden in Paris. Und haben eigentlich versucht, sozusagen uns dem zu öffnen, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir eigentlich jetzt nach, sagen wir mal, 20 Jahren ziemlich aktiv sind in der blauen Banane. Das ist eigentlich das Gebiet, was wir am meisten mögen, weil wir finden, dass die blaue Banane eigentlich das Wesen von Europa bestimmt. Das heißt, entlang des Rheins, und das wissen natürlich die Düsseldorfer auch gut, kommen natürlich viele Sachen sozusagen zusammen. Es kommt sehr unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Ambitionen und gerade diese Reibung zwischen diesen verschiedenen Kulturen ist sehr produktiv und es ist natürlich, das ist auch kein Geheimnis, das ist natürlich im Grunde genommen die reichste Region von Europa aufgrund der Tatsache, dass es einfach wahnsinnig zentral liegt. Das heißt, in der blauen Banane gibt es auch eigentlich keinen Unterschied zwischen Stadt und Land, weil auf dem Land ist man in der Regel sogar reicher als in der Stadt. Und das ist ja außerhalb der blauen Banane nicht so. Und bei uns hat das eigentlich ein bisschen dazu geführt, es gibt andererseits dieses Konzept der blauen Banane, was bei uns eine Rolle spielt. Andererseits ist es so, dass wir natürlich in den Niederlanden nochmal so eine, wurde bei uns nochmal so der Turbo eingesetzt sozusagen. Das heißt, es gab gab natürlich sozusagen die polytechnische Basis der DDR und die wird dann kombiniert mit dieser niederländischen händlerischen Schnelligkeit. Seitdem spreche ich auch ungefähr doppelt so schnell. Und das führt eigentlich dazu, dass wir uns ziemlich oft entlang dieser hanseatischen Linie bewegen, weil die hanseatische Linie eigentlich bedeutet, das sind Leute, die denken so ähnlich, die holen den Taschenrechner raus und die entscheiden die Dinge nicht emotional, sondern die entscheiden die Dinge schon immer mit so einer Abwägung zwischen Preis, Qualität, wie viel bekomme ich, wie viel muss ich investieren und so weiter. Und das macht uns eigentlich ziemlich Spaß. Und was für uns natürlich auch eine Entdeckung war, ist, dass, und das wussten wir natürlich vorher schon ein bisschen, aber
Das spielt bei unserer Arbeit natürlich eine Riesenrolle, dass natürlich Europa natürlich ein Gebiet ist, was durch Religion geprägt ist. Die Religion spielt natürlich im täglichen Leben nicht mehr so eine große Rolle, aber sozusagen das kulturell-religiöse ist sozusagen für Europa wahnsinnig bestimmt und das führt bei uns zu so einem Wechselbad der Gefühle. Je nachdem, wo man ist, hat man eine andere Rolle. Es gibt andere Erwartungshaltungen und das macht uns schon Spaß. Und ich würde sagen, so seit ungefähr 5, 6, 7 Jahren arbeiten wir wieder verstärkt in Deutschland. Wir haben das eigentlich lange, lange gemieden, weil wir dachten, es ist eigentlich ganz schön, nicht in Deutschland zu arbeiten. Haben wir dann eigentlich festgestellt, irgendwie ist es doch interessant, das irgendwie neu zu entdecken. Und was uns eigentlich besonders fasziniert, dass man natürlich immer meint, das ist ein Land. Und dass man jetzt erstmal denkt, man kommt da an, man hat das Land verstanden, man kennt das ja ein bisschen und man bringt so sein Know-how ein. Und dann stellt man eigentlich fest, zumindest in dem Deutschland, wo wir uns bewegen, das ist eigentlich immer noch das Deutschland sozusagen von nach dem 30-jährigen Krieg. Man fährt so mit dem Auto und alle 50, 60, 70 Kilometer gibt es einen anderen Dialekt, eine andere Erwartungshaltung. Und ich glaube, diese Kombination aus einerseits der Suche nach so einer, sagen wir mal, allgemeinen oder verallgemeinerbaren Architektur und der andererseits die Tatsache, dass natürlich die Orte unterschiedlich sind und dass daraus sozusagen eine bestimmte Energie strömt, die beeinflusst eigentlich, sagen wir mal, stark unsere Projekte. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das mache, weil ich mache halt einfach gerne Architektur, weil es einfach fantastisch ist, an einem Ort, den man noch nicht so gut kennt, zu arbeiten mit Leuten, die man noch nicht so gut kennt, um rauszufinden, wie ticken die eigentlich, was sind die Möglichkeiten und einfach in so einem intensiven Prozess irgendwie mit den Leuten zusammen was zu schaffen. Vielen Dank. Welche menschlichen Werte sind für dich nicht handelfähig? Ja, ich glaube, wenn jemand total geschlossen ist und irgendwie sagen wir, resistent, beratungsresistent ist oder diskussionsresistent ist, dann ist es halt schwierig. Dann hat man eigentlich nicht so richtig Lust mit, dann kann man besser aufhören und irgendwas anderes machen. Aber gibt es irgendwelche Projekte, wo du sagen würdest, was würden wir niemals machen? Ja, wir werden ja auch konservativer, das heißt, dann kann man sich schon andere Sachen auch vorstellen, aber wir haben immer gesagt, na, fürs Militär arbeiten haben wir eigentlich nicht so richtig Lust. Da kann man ja auch anders drüber denken. Aber ich würde schon sagen, wir versuchen schon, also es muss irgendwie interessant, es muss kulturell irgendwie interessant sein. Es muss irgendwie eine Frage geben, die auch, sagen wir mal, für Architekten interessant ist, wo die Architektur eine Antwort bieten kann. Mhm. Also uns sind vor allen Dingen Projekte, wo es irgendwie so Transformationsprozesse gibt, wo es demografische, soziale, ökologische Fragen gibt, weil wenn alles von vornherein klar ist, dann ist es ja irgendwie eher langweilig und es geht ja auch ein bisschen ums Abenteuer halt. Ne? Und was ist deine größte Motivation, wenn du ins Büro fährst? Du sagst, irgendwelche Uhrzeit, so früh morgens auf, nicht so viel geschlafen und denkst, ich freue mich drauf, weil. Ich schlafe ja relativ viel, also ich. Ich bin eher so ein Kontinuitätsmann und ich glaube, das ist so einfach auch so was Therapeutisches, wie so beim Künstler. Es gibt auch viele Künstler, die müssen immer jeden Tag irgendwie ins Büro gehen. Also ich gehe nicht jeden Tag ins Büro, aber so mit so einem gewissen Rhythmus und. Ich finde es einfach toll, ins Büro zu sein und da so eine, bei uns ist so eine schöne, konzentrierte Atmosphäre, aber wir haben alle wahnsinnig nette Kollegen, bei uns geht auch niemand weg, also das ist irgendwie so eher so eine familiäre Atmosphäre und das ist schon, also finde ich schon, ich hätte es auch nie gedacht sozusagen, dass es einfach toll ist sozusagen mit den Kollegen irgendwie zusammen was zu machen und gegen so einen imaginären Feind zu kämpfen, der da irgendwo draußen ist. Also das ist sozusagen so eine, das ist glaube ich unser Trick so ein bisschen, das ist so wie so eine Art Buchfriedenspolitik, wenn man sozusagen sehr konzentriert ist und denkt, wir müssen das hinbekommen, dann ist das auch so, dann schweißt das die Leute zusammen und
das macht schon richtig Spaß. Und ich muss sagen, dass das auch irgendwie, das hat mich auch sehr überrascht eigentlich, also dass das sozusagen möglich ist. Weil eigentlich finde ich ja sozusagen, die meisten Leute werden ja eigentlich Architekt, weil sie sozusagen nicht so gern sich mit anderen unterhalten, nicht so sozial sind, sondern eigentlich am liebsten natürlich irgendwie in Ruhe gelassen werden wollen und sozusagen sich was ausdenken wollen. Und dann stellt man fest, man hat diesen Job und man muss ständig reden und ständig telefonieren und ständig Leute überzeugen. Und das ist so... An wen denkst du gerade? An mich zum Beispiel. Ne? Aber es gibt für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, wir haben das auch. Wir haben Absolventen, die kommen dann oder die arbeiten dann 2 Jahre bei uns. Die sagen, das ist ja Wahnsinn, wie viel E-Mails ich hier ständig schreiben muss und mit wem ich alles telefonieren und wie viel Besprechungen wir haben. Und wann können wir denn eigentlich mal arbeiten? Halt, ne? Das ist so... Willkommen. Ja. ihr habt ja mit einem Wettbewerb angefangen, dann Europan. Mhm. Bist du der Meinung, dass es der beste Weg ist, für junge Architekten ein Büro zu eröffnen? Das hat am Ende nicht stattgefunden, sondern ein anderes Projekt. Ja, naja, ich würde mal sagen, es gibt ja verschiedene Wege, sozusagen zur Architektur zu kommen. Ne? Und ich würde sagen, also ich meine, wenn man sich jetzt mal die Liste der Pritzker-Preis-Gewinner anschaut, dann muss man leider konstatieren, dass ungefähr 2/3 der Pritzker-Preis-Gewinner schon Millionär war, bevor sie angefangen haben, sich mit Architektur zu beschäftigen. Ich will nicht sagen, dass man unbedingt Millionär werden will, aber ich will einfach sagen, dass sozusagen das Finanzielle das schon eine Rolle spielt. Und das ist natürlich toll, wenn man sozusagen irgendwie auf irgendwas zurückgreifen kann. In unserem Fall war das nicht so, weil wir sind einfach sozusagen, also bei unserer Familie, wir sind erst durch die Russen ausgeraubt wurden, danach haben wir in der DDR nichts verdient und nach der Wende ist es noch weniger geworden. Und dann muss man sozusagen sich fragen, okay, wie kann man denn anfangen? Und für uns war irgendwie klar, wir müssen damit irgendwie Geld verdienen, um sozusagen auch irgendwie unseren Arsch zu retten, wie wir immer so sagen. Und das bedeutet, dass man irgendwie sich die Hände schmutzig machen muss und eben mit allen oder Zusammenarbeit, was sich eben irgendwie ergibt. Und das ist nicht immer angenehm, aber das hilft irgendwie, also es hat uns wahnsinnig geholfen. Und also ja, und dann ist der Wettbewerb eben schon wichtig. Und ich glaube, der Wettbewerb ist für uns so ein Mittel. Also es gibt ja, sagen wir so, es gibt ja auch Leute, die gehen, das bewundere ich immer wahnsinnig, die gehen in so eine Bar irgendwie abends und dann lernen die irgendjemanden kennen und dann haben die irgendwie nächsten Tag einen Auftrag. Also das ist oder so, Golf, oder Golf das ist so, ja, oder sowas. Das geht einfach nicht und das ist auch einfach sozusagen, das ist eine Typfrage. Und bei uns ist es eigentlich ein bisschen so, also wir wollen eigentlich auch nicht so sehr unbedingt beauftragt werden, weil wir so sympathisch sind, sondern es ist immer ganz gut, wenn du einen Wettbewerb machst, dann hast du sozusagen ein Projekt, das Projekt wird gewählt und dann hat man immer, dann führt man immer schon mal mit 1-0. Weil es ist ganz klar, und das ist eigentlich mein Liebesgespräch, war das Gespräch, was ich sehr oft führe, dass ich sage, ja, ich komme hier immer her zur Besprechung, die Stimmung ist irgendwie schlecht, das ist jetzt schon das 3. Mal, ich verstehe das gar nicht. Vielleicht habt ihr ja den verkehrten Architekt gewählt, weil wir machen genau das, was wir sozusagen versprochen haben. Es ist in der Planung, es ist im Budget. Was ist das Problem? Und das ist eigentlich ganz gut, weil dadurch hat man sozusagen so, also wir sind eigentlich immer so ein bisschen, und da spielt die Renaissance wieder eine große Rolle, wir sind eigentlich der Meinung, dass so wie Alberti das auch vertreten hat, dass es eine Ehre ist, für den Architekten mit dem Bauherrn zu arbeiten, aber auch eine Ehre für den Bauherrn ist, um mit dem Architekt zu arbeiten. Und da muss man hart für kämpfen, aber wenn man sozusagen an der richtigen Stelle einsteigt in das Projekt, ist das schon möglich. Ich dachte, du sagst nochmal willkommen auch zu den Kunden. So ist es. Also willkommen zu uns. Wie ist die, ja, du hast André im Studium kennengelernt. Mhm. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Naja, gestern ein Interview und ich habe gesagt, das ist so ein bisschen wie bei so, also die Zusammenarbeit, viele Leute haben da so mysteriöse Ideen, wie das dann so funktioniert. Man denkt ja, die sitzen dann im Café zusammen und rauchen und denkt, bei uns ist das so ein bisschen wie so ein älteres Ehepaar. Also wenn man sozusagen 32 Jahre zusammen ist, dann redet man eigentlich sehr wenig miteinander und wir wissen trotzdem, was der andere denkt. Und wir reden eigentlich nur zusammen, wenn es wirklich ein Problem gibt. Das kommt wirklich selten vor und trotzdem funktioniert es. Und das Lustige ist aber, wir sind jetzt seit einem Jahr oder seit 2 Jahren haben wir zusammen eine Professur in Hannover an der Universität. Die machen wir echt zusammen.
Dann musst du und reden. Plötzlich gibt es wieder ein richtiges kollektives Projekt, wo man sich mit dem anderen wirklich so richtig auseinandersetzen muss. Das ist ganz interessant. Also. Das ist schon interessant. Findest du immer wieder neue Sachen? Sind immer wieder neue Sachen, die du von ihm erfährst? Oder kennt ihr auch so gut, dass ihr denkt, ja, eigentlich... No, wir kennen es schon gut, aber ich glaube, das Schöne ist sozusagen, wenn man so ein Büro zusammen hat, man entwickelt sich zusammen, man hat auch sozusagen, macht bestimmte Lebenserfahrungen, die prägen in einen dann irgendwie. Und ich glaube schon, dass wir sozusagen irgendwie das zumindest geschafft haben, mit den Aufgaben irgendwie so zu wachsen. Hm. Also es ist ja immer die Frage, zerbricht man daran oder schafft man da irgendwie sozusagen, irgendwie weiterzukommen. Und für uns sind natürlich immer die negativen Erfahrungen sind natürlich immer sozusagen die prägenderen. Wenn es schief geht, ist es eher eigentlich sozusagen schmerzlicher, als wenn man was Schönes hinbekommt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass so, wir haben das schon sehr gut im Griff. Also es ist nicht so, aber und es macht immer noch Spaß. Also es ist sehr schön. Ganz sehr schön. Gut. Ja? Oliver, vielen Dank für die tolle Kulturreise, in der du uns mitgebracht hast, mitgenommen hast. Und vielen Dank für den tollen Vortrag und das Interview. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.